Ja, ich darf jetzt für dieses Spiel wieder auf die Trainerbank, aber das wird im nächsten Spiel wieder anders sein, denn dann gibt's wieder die erste Verwarnung und Nein, da dann gibt's bin ich nur die wieder. Dreddy-Verwarnung und dann würde ich ein Blass sehen. Herr Denell, Sie werden nun gezwungen, Ihren Verein aufzugeben. Ja, okay. Das lasse ich nicht bei mir machen. Nicht mit personell. Gier. Aber bevor das eintritt, kümmern wir uns mal lieber um das Spiel gegen Darmstadt, denn wir sind nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz, was Bruce wirklich sauer aufstößt. Yes. Oh, das ist echt stark. Genau. Mag doch mal Rips oder sonst immer. Nee, jetzt auf Kommando kann ich nicht, Mann. Ja, schön wär's, wenn die zwei vor uns patzen und wir wieder auf den direkten Aufstiegsplatz kommen. Wer auch immer vor uns steht, einmal Union Berlin und als zweites, glaube Werder ich. Bremen. Werder Bremen kann gar nicht aufsteigen, das heißt, wir sind auf einem direkten Aufstiegsplatz. Haben wir nämlich von Anfang Tatsache. haben wir von Anfang an nämlich auch so gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr da gehört habt. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir auf einem direkten Ja. Aufstiegsplatz sind. Ey, Minky, Minky. Kannst du es glauben, dass uns vorgeworfen wird, dass wir gesagt haben, dass wir nur noch auf einem Relegationsplatz stehen? Nee, ich weiß auch gar nicht, wo die das herhaben. Ja. Guter Freistoß, aber dieser komische Keeper kann eben auch halten. Komm, wir kommen zum Ja. Wetter mit Christian. Hickel. Auch dieses Stadion sieht sehr komisch aus. Da sind ein paar Stehplätze neben Sitzplätzen. Ja, macht man so. Das ist nämlich das neue Cool. Das neue Cool. Das ist neue Cool, wisst ihr? Riesig. Ja, komm, die Darmstädter, die haben jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Geld für Fußball. Nee. Aber das ist ja kein Grund, Sitzplätze neben Stehplätze zu machen. Weil es natürlich Reiner auch Witz. ein unglaubliches Verbrechen ist. Ja, das ist. Wie scheiße ist denn das mal ganz ehrlich? Guck dir aber mal lieber die Treppen in den Ecken an. Die hören plötzlich in der Mitte auf und dann muss halt geklettert werden. Für Markus Hoffmann, da Flum, hat Messer. er seinem Gegner ein Messer in den Rücken gerammt. Dafür gibt es die Elfmetergelegenheit für Darmstadt, die sie auch eiskalt ausnutzen. Also, Naja, wenn's wenn da. Ja? rein. Ich Ja. habe nur den Namen gesagt. Okay. Bruce jetzt. Ja, da ist er weg. Neue Hallo? Stürmer für die nächste Saison, Fragezeichen. Genau. Man hat zwar nur die Hälfte verstanden, da du weg warst, aber die Zuschauer wissen, was du sagen wolltest. Ja, genau. Was ich davor noch sagen wollte, wer ins Darmstädter Stadion kommen möchte, der muss natürlich eine Kletterausrüstung mitbringen, denn ansonsten kann man das Stadion nicht verlassen. Gier. Aber langsam sollte vielleicht unser Team auch mal wieder einen Sieg erzielen. Ja, du machst das scheiße. Also, meine Aufnahme, wenn du jetzt verlierst, war meine Aufnahme gesungen. Genauso wie deine. Ja, aber du vergisst, dass ich gute Länderspiele abgeliefert habe. Ja, und war ein sehr gutes Länderspiel. 0-0, meine Damen und Herren, gegen die Griechen. Und ein sage und schreibe 2-1 gegen die Esten. Also, Mann, da hast du Mannschaften wirklich besiegt, die unschlagbar waren. Absolut. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Dir. Nee, aber die Ligaform, die gefällt mir nicht. So eine Old Tour fehlt ein bisschen. Man darf aber nicht vergessen, dass du diese negative Form ins Leben gerufen hast. Die Mannschaft ist total verunsichert, Mensch. Schämst du dich denn gar nicht? Ja, ist schön, dass man immer einen Schuldigen finden muss, nur man ist es selber nicht, ne? Ja, sagt der Richtige. Ich habe dich nie beschuldigt. Martinitz. Yes! Martinitz gleicht aus. Achte Saisontor. Schöner Schuss. Wen wundert's? Er geht Ja. in den Winkel. Ja, okay. Die Begonnen war schon schlecht. Ich frage mich eigentlich, warum gar keine Patches mehr kommen. Die sind wohl mit Star Wars The Old Republic alle beschäftigt von EA. Da mussten sie auch die Kollegen von EA Sports etwas rüberziehen. Ja, scheiß auf Updates für FF12. Es kommt, so viel ich weiß, auch kein Update mehr. Weil es immer so war, dass sie drei Updates gemacht haben und dann war Schluss. Also ab Februar war es eigentlich immer so, dass sie sich dann gänzlich dem nächsten FM gewidmet haben. Tja. Und damit haben sie wieder Käufer verloren. Potenzielle Käufer, die von so einem schlechten FM wirklich enttäuscht sein müssen. Genau. Ja, ist doch wirklich so. Komm mal ganz ehrlich. Also da fand ich den Zehner schon besser. Sie Den wollten Elber. das Spiel... Richtig. Sie wollten das Spiel realistischer machen. Und ich finde, sie haben es zum Teil sogar noch unrealistischer gemacht. Sehen wir das Foul von Oltorff zum Beispiel. Was natürlich rotwürdig war, da wollen wir uns jetzt nicht streiten.
Und ich möchte hier nur mal anmerken, dass Bruce, ich habe eine Fehler gemacht, ich sitze doch nicht auf der Trainerbank, ich bin weiterhin auf der Tribüne, aber nächstes Mal. Vielleicht. Ja, nee, aber ist schon so, also der Elber war besser, wobei ich finde ihn jetzt hier auch nicht allzu schlecht. Da fand ich zum Beispiel den Zehner, den ich nicht hatte, aber... Den fandst du schlechter, ne? Nee, ja. Nee, ein Kollege hatte den und außerdem waren die Reviews von dem auch ziemlich schlecht. Also da kann ich mit Sicherheit sagen, dass der schlechter ist als der hier. Ich find's halt schade, dass die halt so... Die versprechen immer so viel und machen dann immer so wenig, sag ich mal. Ja, vor allem wie sie das also, 3D-Spiel hochgejubelt haben, ne? Und eigentlich war es die größte Schwäche an diesem FM. Richtig, nehmen wir mal den Anfang, wo sie das noch niemals hingekriegt haben, die Taktiken richtig einzustellen. Ja. Das ist etwas schade, kann man auch so sagen. Ich meine, wenn man jetzt den FM überlegt, man kann da immer so, man hat jetzt in der Regel immer ein Jahr Zeit, ein paar kleine Features einzubauen, immer wieder kleine Neuerungen. Was weiß ich, wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, dass du dich halt mit deinem Stadion für ein europäisches Finale eintragen kannst, bewerben kannst. Das finde ich ist eine interessante Idee, aber man sollte jetzt vielleicht auch wirklich das Hauptaugenmerk auf den 3D-Modus legen. Ihn etwas realistischer machen jetzt von der Art her und vielleicht auch grafisch etwas aufpeppeln. Der Witz an der Sache war, dass sie behauptet haben, der 3D-Modus wäre der realistischste aller Zeiten. Also wenn man sich die Spielzüge ansieht, dann frage ich mich, wo ist dieser Realismus und wo hat man den gesehen? Also ich meine, EA hat die Spiele vermutlich getestet, wenn sie gute Publisher sind. Und eigentlich sollte es einem erfahrenen Entwickler, der dieses Spiel seit mehreren Jahren macht, auffallen, dass es vielleicht doch nicht so realistisch ist, wie man es gerne hätte. Also keine Ahnung, was die da gemacht haben. Außerdem, das mit der Grafik sowieso, also die Engine ist immer noch auf FIFA 06 oder 07 Engine hier beim FM. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 06 oder 07 war, aber auf alle Fälle wollen sie, glaube ich, für den 14er erst noch, die Grafik überarbeiten und dann haben wir wahrscheinlich eine Grafik auf FIFA 10 Niveau oder so. Yeah. Foul an Mr. Krabs. Und es gibt die gelbe Karte gegen diesen gut aussehenden Herrn. Gelbe Karte. Gelbe Karte. Für gelbe Karte. Yo, Richard Ball mit dem Sieg. Ruft Bruce von der leeren Tribüne. Genau. Oder von der halbleeren. Man hört ihn aber trotzdem noch. Ihr versaut das. Ich bin gleich noch von der Tribüne verbannt. Auf dem Parkplatz. Er steht mitten von den Pinkies, von den Panky Dortmund an Hooligans, die gerade genau. Ihre Pyrotechnik auspacken. Ja. Ja, Pyrotechnik! Ja, was gib mir auch! Nein! Ja, gib mir auch was von dem Feuerwerk! Ja, ja, Panky! Ja! Gib mir auch was vom Feuerwerk! Ja, Sternchen Rakete in die Luft schießt, Sternchen! Sehr geehrter Daniel, bitte lassen Sie diese Pyro wie auf der Tribüne, das ist sehr gefährlich. Och, halt's Maul, ich mag was ich will, ich bin Bristol Nell. Ja, warte, Raketen schießen, ja, Frau ist Neujahr. Riederer hält den Ball hier von Moss. Also mal ganz ehrlich, du glaubst nicht, wer du bist, ich war bei DSDS, bei GNTM, bei der Super Talent und bei DSDS auf die Malediven. Genau. Mit Pulli. Also mal ganz ehrlich. Von Oma. Gestreckt. Damals, als ich Sex war. Ich fürchte, dass wir auch hier nicht so gut abgeschnitten haben, aber ich habe immerhin besser abgeschnitten als wie du, würde Verona Pot jetzt sagen. Neidisch. Ich schütte einfach nur verständnislos mit dem Kopf. Hm. Habe ich dich zu sehr gelobt, ja? Hm. Okay, ich verspreche, dass wir nie wieder vorkommen. Okay. Gucken wir mal auf die Tabelle. Ne, erstmal stimmen. Tabelle. Union verliert und wir nutzen es nicht. Wen wundert's? Aber wir sind gleichgezogen. Ja. Immerhin das. Und auch die Leute hinter uns haben gepatzt, sodass wir wenigstens auf dem Relegationsplatz bleiben. Stimmen. Ja, natürlich ein direkter Aufstiegsplatz ist, wenn er Bimfall nicht aufsteigen darf. Andre Cabani waren die Spiele schon enttäuscht. Aber man muss nicht zu gierig sein. Woher weiß er das? Der durfte gar nicht in die Tabelle. Ich wollte gerade sagen. Jarek habe mich mit dem Ehrenamtlich und Co-Trainer in Verbindung gesetzt und so wusste ich. Ich habe mich via Skype-Videokonferenz reingeschaltet. Genau. Wir haben am Anfang nicht gut ins Spiel gefunden. Beide Mannschaften haben in der zweiten Halbzeit tollen Fußball gespielt. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Es ist schön zu sehen, dass wir auch noch rückstanden, immer zurückkommen.
Bruce hat das Skype-Armband von Uschi geklaut, glaube ich. Uschi Herz. Uschi Herz, natürlich. Sternchen Verweis auf Pokémon Weiß Let's Race Sternchen. An diesem Spieltag hat es wieder einige fragwürdige Abseitsentscheidungen gegeben, Herr Danell. Was muss Ihrer Meinung nach passieren? Ach, das sehe ich sehr relaxed. Normalerweise haben die Schiedsrichter das gut im Griff, wollte ich sagen, aber dann haben wir entschieden zu sagen, dass das ganze Theater durch passive Abseits verursacht wird. Mensch! Wie gut im Griff! So ein Bullshit! Guck mal, da bist du mit deiner Family. Welcher bist du denn? Hm? Der hier. Der guckt so verpeilt. Nee, du bist der hier. Der guckt weg. Das bist du. Nee. Wir kennen diese Leute nicht. Das ist nicht meine Familie. Ich wurde in dieses Foto gestellt. Ich gehöre nicht zu diesen Viecher. Genau. Ja. Es geht gegen die FSV. Die Fußballsportfreunde aus Frankfurt. Also, auch ich habe meinen Part nicht allzu erfolgreich erfüllt hier. Also lass dir der Druck diesmal wieder auf dir. Ich muss zugeben, ich habe gerade gefailt. Wieso? Fußball-Sportsfreunde, Freunde also mit V. Genau. Ja, Fußball-Sports, Freunde Frankfurt. Ich muss mich da wieder entschuldigen. Ja. Mein Gott. Ja, wie immer auf der Boot hinein, Lukas, ich mag das nicht mehr. Geh nach Hause. Vielleicht ist es auch der Fußballsportverein. Kann natürlich aushalten. Das ist aber eine gewagte Aussage. Bist du dir sicher, dass man Verein mit V schreibt? Ich hab gehört, man schreibt es mit F. Ich weiß es noch nicht. So. In die Witt-Spieler. Fran, bekommen ein kleines Päuschen. Kuchen. Wie krieg das immer? Kuchen. Kuchen. Gia, Kuchen. Oh, wieso kommt immer dieser Bildschirm? Ich möchte das nicht. Der ermüdet uns. Genau. Jetzt geht's also gegen die Fußballsportsfreunde aus Frankfurt. Sie sind auf Platz 8. Wenn du so gut in Buchstaben zuordnen bist, was bedeutet denn da unten neben Frankfurt dieses AM? Was bedeutet das? Hier. Hier. Mindfly. Rickdeck. Und ne, ich meine natürlich, am Rhein. Holthoff da wieder. Hier. Kommt für Martinitz und hoffentlich darf Bruce auch wieder, denn sonst ist die Mannschaft verunsichert. Die gewinnen nämlich nur, wenn er auf der Bank sitzt. Ja, wie Bruce auf der Tribüne mit Raketin. Brauchen nicht doch auf der Bank. Ja, die haben dann Angst, dass sie von der Rakete getroffen werden. Hm. Deshalb können sie sich nicht mehr auf das Spiel besinnen. Das ist wie so ein Bilder. So sich. Genau. Gefuli. Ich sage wirklich immer Gefuli. Und auch gegen die Frankfurter Sport. Freundi, würde ich Gefühl zeigen. Im nächsten Part dann, ja, tschüss, ne? Tschüss.